رمضان ده حياتي، رمضان ده حياتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول، رمضان ده رحمة من ربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مليم مش فيستا der Monat Ramadan ist der Monat der Anbetung. شهر رمضان شهر العبادة. Das heißt, im Monat Ramadan sollte man die Anbetung vermehren. Man sollte sich nicht einfach nur auf die fünf Pflichtgebete beschränken, sondern man sollte viel mehr machen. Zu den Pflichtgebeten die freiwilligen Gebete. Zu dem Pflichtgebet den Dhikr danach, also die Erwähnung nach dem Pflichtgebet. Und dazu noch die Koran-Rezitation. Und dazu noch das Spenden. Und dazu noch das Lesen von islamischen Büchern, vom Tafsir. Man liest den Tafsir, man liest Hadith-Bücher, man liest Bücher über die Propheten, man liest Bücher über die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man nimmt sich die Sira des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine Biografie, und liest sie sich durch. Man versucht im Monat Ramadan die Sünden zu unterlassen, die Blicke zu senken, ja? Die Zunge zu bändigen. Man versucht im Monat Ramadan keine Schimpfwörter zu benutzen, keine blöden Sprüche zu benutzen. Man entfernt sich von den Streitereien. Man entfernt sich von den schlechten Freunden. Man entfernt sich von den schlechten Orten. Das ist die Anbetung, die wir vermehren müssen im Monat Ramadan. Dafür ist der Monat Ramadan gedacht, meine lieben Geschwister im Islam. Der Monat Ramadan ist nicht dafür gedacht, dass wir den halben Tag schlafen, irgendwann mal aufstehen, ein bisschen hungern und dursten und dann essen und dann nachts wieder in die Shisha-Bar laufen. Nein, dafür ist der Monat Ramadan nicht gedacht. Der Monat Ramadan ist dafür gedacht, dass wir die Anbetung mehren zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir anders werden, dass wir besser werden. All dies mit der Kraft Allahs. Und schaut, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat im Monat Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala noch mehr angebetet als außerhalb von Ramadan. Stellt euch mal vor, der beste Mensch bei Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu der Liebling Allahs sallallahu alaihi wasallam, im Monat Ramadan ist er sich nicht zu schade, die Anbetung zu vermehren, noch mehr zu machen für Allah. Was ist dann noch mit uns? Wer sind wir gegenüber dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Warum tun wir nichts? Warum machen wir nicht noch mehr? Deswegen befreie dich von diesen Ketten der Gelüste. Befreie dich von diesen Ketten der Einflüsterung. Befreie dich von den Ketten der Faulheit und mach, gib Gas. Es kann sein, dass dieser Monat Ramadan vielleicht dein letzter Monat, dein letzter Ramadan ist. Es kann sein, dass du vielleicht nach dem Monat Ramadan nicht mehr lebst. Was machst du dann? Kannst du dann nochmal fasten? Kannst du dann nochmal etwas tun? Nein, dann sind die Taten gestoppt. Dann sind die Taten erstmal, ja, haben sie keine Gültigkeit. Du kannst keine Taten mehr begehen, wenn du stirbst. Die Taten werden gestoppt, subhanallah. Deswegen gib Gas. Nutze diesen Monat Ramadan mit der Anbetung zu Allah, subhanahu wa ta'ala. Möge Allah, subhanahu wa ta'ala, uns allen dafür die Kraft geben und den Erfolg geben. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.